Liebe Geschwister, ich darf uns einen Psalm lesen, den Psalm 34. Und er spricht davon, wie wir unter Gottes Schutz leben können. Ein Leben unter Gottes Schutz. Ich möchte lesen, Psalm 34. Von David. Als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Hier spricht David: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr, und er half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen alle, die Böses tun, dass er ihren Namen auslösche von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Amen. Dieser umfangreiche Psalm, er kommt aus dem Herzen von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Voller Freude und voller Dankbarkeit singt er seinem Gott, denn er hat Hilfe empfangen. Ihm ist der Herr begegnet und hat eine ganz schwierige Situation völlig zum Guten verändert. Wenn wir hier das Vorwort lesen, da steht von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb, und David von dort wegging. Ein sehr ungewöhnlicher Beginn eines Psalms. Wenn wir uns einen König vorstellen, noch dazu einen König Gottes, dann denken wir doch, dass er beispielsweise auf seinem Thron oder auf seinem Pferd sitzt und viel Würde ausstrahlt. Ja,
Wir denken an den Herrn Jesus, wie er jetzt zur Rechten des Vaters ist und von dort her souverän die Welten leitet. Aber hier begegnen wir David, obwohl auch er ein König sein wird nach dem Herzen Gottes. Und er hat so gar nicht diese Ausstrahlung der Ruhe und des Friedens und der Sicherheit vor Gott, sondern er ist in einer ganz schlimmen Situation und muss sich sogar verstellen, als ob er wahnsinnig wäre. Wir sehen also, ich werde das natürlich noch näher erklären, wir sehen, das Christenleben ist vielfältig. Und es gibt verschiedene Phasen und es gibt verschiedene Zeiten. Und das Leben zur Bewährung beinhaltet auch Verfolgung, beinhaltet auch Zeiten, wo wir völlig an uns verzagen, aber, und das ist diese Größe, die hier auch David erlebt, der Herr, er kommt zu dir. Der Herr, er hilft den Seinen. Der Herr, wenn wir erkennen, dass wir selbst am Ende sind und rufen zu ihm, er lässt sich erbarmen und er greift ein in unser Leben und er führt es zu guten Ergebnissen und er erreicht seine Ziele mit uns zu Gottes Ehre. Wie wunderbar und wie schön. Was wir hier sehen, ist ein Psalm, den Gott aufschreiben lässt, weil er offenbar sehr wichtig ist für das Glaubensleben. Die Bibel auf der einen Seite, sie erscheint uns sehr groß, aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass 66 Bücher ausreichen, um allen Menschen, allen den Weg zum Heil zu zeigen, alle Hilfe zu geben in ihrem Leben, die grundsätzlich notwendig ist, dann sind diese Bücher doch sehr wenige. Und in diesen Büchern, das Buch der Psalmen ist zu unserer Erbauung. Es ist ein Liederbuch Gottes. Es ist ein Buch, das uns stärken kann im Alltag. Damals, die Gläubigen, sie hatten noch die Melodien dazu und haben alle diese Psalmen auch gesungen. Und so ist natürlich klar, auch für unseren Alltag heute hat es eine tiefe Bedeutung. Es ist die Vorbereitung, dieser Psalm ist die Vorbereitung auf Momente der Verfolgung, auf Momente der Kraftlosigkeit, auf Momente, die man sich grundsätzlich so nicht wünscht, aber er zeigt den Weg. Wie kann ich leben, dass Gott auch dann eingreift und sich verherrlicht und ich am Ende freudig mit David bekennen kann, der Herr hat mir geholfen, es ist wunderbar bei ihm zu sein. Er ist der, der für dich da ist. Worst-Case-Vorbereitung, davon spricht man jetzt wieder. Das heißt, im Leben auch darauf vorzubereiten, dass der schlimmste Fall eintritt. Dass man dem vorbeugt, dass man sich darauf vorbereitet, dass man dann, wenn schwere Zeiten kommen, nicht völlig davon überrascht wird und sagt, was ist das jetzt, so etwas kann gar nicht sein, sondern dass der Glaube vorbereitet ist auf alle Situationen, die da kommen könnten. Und diese Vorbereitung auch auf schwierige Zeiten ist der richtige Weg, statt zu ignorieren, dass sich Zeiten auch verändern können, statt zu verleugnen, dass sich auch in der Gesellschaft Dinge schon gefährlich verändert haben, statt zu beschönigen manches, was doch ja, offensichtlich passieren könnte, aber auch anstatt Angst zu machen und Menschen in Angst und Bedrückung zu halten, denn auch das ist überhaupt nicht der Wille des Herrn. Der Herr möchte, dass wir sagen können mit David, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob, das Lob Gottes, soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Und wir wissen das, das Vorbereiten auf schwierige Prüfungen, schon im wortwörtlichen Sinne, ja, wenn ich gut vorbereitet bin, Prüfungen in der Schule beispielsweise, bald beginnen jetzt wieder die neuen Schuljahre, Studienjahre und all das. Und wir werden auch dafür dann
am entsprechenden Sonntag wieder beten und die Kinder und die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, wer immer in Ausbildung geht, segnen, dass Gott sie stärkt in dem. Und da ist es ja auch so, bei den Prüfungen ist es am besten, man bereitet sich auf den schwierigsten Fall vor. Wir hatten einen Mathematiklehrer, der hieß damals Stenschel, und das war ein sehr guter Mann, der kam von einer, ja, wir würden heute sagen, Universität, eine technische Hochschule, und hatte nur aus gesundheitlichen Gründen gewechselt auf das Gymnasium, um dort Mathematik zu lehren. Und er hatte immer dieses Motto: Wenn ihr die schwierigste Aufgabe lösen könnt, dann könnt ihr automatisch auch alle leichten Aufgaben lösen. Das war so seine Herangehensweise. Und wir haben am Anfang gestöhnt und haben gedacht, Mensch, die anderen Klassen, die haben teilweise mehr Ruhe und der muss uns auch noch die schwierigsten Aufgaben erklären und haben uns da geplagt damit. Und dann kam irgendwann die Prüfung. Ja, und bei uns haben wir richtig gut geschrieben. Für uns war das mehr oder weniger gewohnt, ja. Das war dann überhaupt kein so tiefes Problem mehr, ja. Weil wir ständig diese Herausforderung hatten, dass er diesen Grundsatz hatte, wer die schwerste Aufgabe lösen kann, der kann auch alle leichten Aufgaben lösen. Und hat einen systematisch dahin geführt, dass man das kann. Ja. Es war dann so eine richtige Erkenntnis bei den Prüfungen, wie gut wir da durchgegangen sind, dass es wohl doch gut war, was er gesagt hatte. Und wir hatten jetzt letztens diese großen Regen und Fluten und Überschwemmungen, ja. Und auch da war es ja so, alle Sachen, die konnte man ja voraussehen. Und sie waren sogar vorausgesagt worden. Aber Verantwortliche hatten den Kopf in den Sand gesteckt, hatten Informationen nicht weitergegeben. Vom Bauwesen her hatte man gar nicht beachtet, dass man da ja anders bauen müsste oder in bestimmten Gegenden nicht bauen kann, weil eben solche Fluten passieren. Und auf einmal tun alle so wie kann denn so etwas passieren? Man war nicht vorbereitet. Gott aber möchte uns vorbereiten. Gott möchte uns Sicherheit geben. Gott möchte, ich sage es noch einmal, und dieser Psalm dient mit dazu, dass wir zu einem Glaubensleben kommen, wo wir von Herzen sagen können, ich will den Herrn loben alle Zeit. Alle Zeit. In guten Tagen sowieso. Wie schön, dass wir uns heute wieder versammeln können. Ich freue mich total, ja. Also Urlaub und dann noch diese kurze Pause dazu, ja. Es ist wirklich ein richtiges Bedürfnis, dass man wieder zusammen ist, dass man gemeinsam Gottesdienst feiert, dass wir Gott anbeten, dass man sich unter den Gläubigen stärkt und sieht und austauschen kann, ja. Es ist ein guter Tag. Wir haben sogar noch herrliches Wetter draußen, ja. Unsere erwachsenen, ja, selbstständig gewordenen Kinder sind sogar zu Besuch. Es ist fantastisch, ein wunderschöner Tag. Und an diesem Tag, den Gott, den allmächtigen Vater in den Himmeln und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus zu loben, das fällt ganz leicht, ja. Könnt den ganzen Tag Lieder singen zu Gottes Ehre. Es ist einfach fantastisch. Aber hier steht, ich will den Herrn loben alle Zeit. Also an solchen schönen Tagen, aber auch an schwierigen Tagen. In Momenten, wo es schwer fällt, da wo Prüfungen kommen, da wo es nicht leicht ist im Leben. Und diese Vorbereitung auch auf schwierige Zeiten ohne Angst zu haben, ohne bedrückt zu sein, ohne sich überfordert zu fühlen, sondern gestärkt in dem Herrn, diese Vorbereitung auf das, was kommt, das ist das, was mich immer wieder beschäftigt hat. Und ich denke schon, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, so sagt man ja als Gläubiger, auch in Vorbereitung dieser Predigt. Und natürlich hat mich sehr beschäftigt, wir wirken ja als Werk auch in Afghanistan, was dort passiert ist, ja. Und da ist wieder genau das Gleiche. Alle Leute, die dort wirklich wirken und arbeiten und mit den Menschen vor Ort tätig sind, für die war es überhaupt kein Wunder, was da passiert ist. Gar kein Wunder. Das war ganz klar,
sowie das Militär abgezogen wird, bricht alles zusammen und kehrt sich alles um. Das gab überhaupt keine Frage. Aber hochgebildete Leute bis sonst wohin, die ständig Informationen, Berichte, Auswertungen bekommen, waren unwahrscheinlich überrascht, dass das passiert. Merkt ihr etwas? Das ist, wenn man sich nicht der Wahrheit stellt. Das ist, wenn überall Fehlinformationen sind. Das passiert, wenn Ideologien herrschen und nicht die reale Welt deutlich dargestellt wird. Jesus aber sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist die Wahrheit. Und er lehrt uns, in der Wahrheit zu leben, die Wahrheit zu erkennen, ihn als Wahrheit ganz tief im Herzen zu tragen. Und da heraus können wir uns auch der ganzen Wahrheit stellen, was vor uns ist, und kommen dahin: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, egal was kommt, dass es die Elenden hören und sich freuen. Ja? Und eines der wichtigen Gebetsanliegen für liebe Geschwister, aber dann auch für unser Land, ist die Wahl, die bevorsteht. Und da lasst uns wirklich von Herzen beten. Es gibt Kräfte, denen es sehr leicht fällt, eine Diktatur aufzubauen. Es gibt Kräfte, denen es sehr leicht fällt, bestimmte Menschen zu unterdrücken, auszugrenzen, eine Trennung ins Land zu bringen. Es gibt viele, die das Ermorden von Babys als ein Menschenrecht einführen wollen, was dann natürlich von der Bibel her zu Naturkatastrophen, Umweltproblemen und anderem führt, systematisch, ganz klar ableitbar von der Heiligen Schrift, weil alles miteinander verbunden ist. Kurioserweise wollen sie die Umwelt schützen, obwohl sie die geistlichen Grundlagen zerstören dafür, dass die Umwelt gesund am Leben bleiben kann. Und andere Entwicklungen in unserer Zeit. Aber Jesus Christus ist der Herr der Herren und der König der Könige. Jesus Christus hat gesiegt am Kreuz auf Golgatha. Jesus Christus hat gerufen: Es ist vollbracht. Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden zur Rechten Gottes, und er wird wiederkommen und sich verherrlichen in den Seinen. Und er wird uns führen, er wird uns voranbringen, er wird mit uns sein, egal was die Zukunft bringt, sodass wir uns nicht fürchten müssen, sondern sagen können: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Mein Lob soll immer da in seinem Munde sein. Wie war das mit David? So ein Mann Gottes, er wird uns gezeigt als ein Vorbild auf den Herrn Jesus. In Hesekiel 37, Vers 24, da lesen wir: Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. David hier ganz klar als Vorbild auf den Herrn Jesus, der ja die Erfüllung dieser Prophezeiung Hesekiels ist. Hesekiel lebte ja nach David, und diese Prophetie, die er hier gegeben hat, zeigt den Messias, zeigt Jesus, der ja ein Nachkomme Davids ist. Oder Hesekiel 34, 23: Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und er soll ihr Hirte sein. David, wunderbares Vorbild auf den Herrn Jesus. Und auch sein Leben, das begann ja interessant zu werden in Israel durch einen großen Sieg. Da gab es eine gewaltige Schlacht und sie standen sich gegenüber. Und es war damals üblich, dass ein ausgewählter Krieger für jede dieser Streitmächte kämpft.
Und auf der Seite der Feinde, da trat Goliath auf, ein Riese, so um die 3 Meter bis 4 Meter groß. Goliath gepanzert und mit mächtigen Waffen. Und niemand traute sich, diesem Goliath entgegenzustellen. Aber David, noch als Jugendlicher, der so ein Vertrauen hatte zu Gott, der die Schafe geweidet hatte und hatte dabei immer gebetet, Herr, hilf mir, Herr, sei du bei mir, und hatte begonnen, Psalmen zu dichten, wohl auch den schönen Psalm 23, den wir heute gehört haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Und dieser voller Vertrauen gefüllte David, dieser junge Mann, er stellt sich dem großen Goliath und er sagt, ich komme nicht in meinem Namen, ich komme nicht mit Heer oder Kraft, sondern im Namen des Herrn Zebaoth. Und er besiegt diesen gewaltigen Kämpfer. Dadurch wurde er berühmt, sein Leben begann geachtet zu werden, er bekam einen Ruf, die Männer haben positiv über ihn geredet, es wurden Lieder gedichtet über ihn. Und der damalige König Saul, er nahm ihn mit auf in sein Heer, als er größer wurde. Und dann schickte er ihn in Kriege, und dieser David zum Schutz Israels, er war so begabt, dass er große Siege errang. Und da heißt es dann in 1. Samuel 18, und die Frauen sangen im Reigen, die haben also getanzt und gesungen nach dem Krieg, und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Ja, natürlich, das meint nicht, ein Mann hat 1000 oder ein Mann hat 10.000 erschlagen, sondern seine Armee, die er angeleitet hat. Ja, aber es war praktisch, die Menschen hatten Angst gehabt vor diesen Übergriffen, vor diesen Überfällen der Philister. Ja, das sind ja alles Dinge, die wir Gott sei Dank so nicht mehr kennen. Wir haben Frieden im Land. Wie schön ist das? Wie wertvoll ist das? Wie gut ist das? Ja? Möge Gott uns das ganz, ganz lange erhalten. Und in diesem Frieden hat uns Gott sehr, sehr gesegnet. Aber hier in Israel, da war ständig die Bedrohung durch die Philister, dass sie überfallen werden, dass sie bekriegt werden. Und der David und der Saul haben sich dem entgegengestellt und konnten diese Armee besiegen. Und jetzt waren natürlich die Frauen, die immer Angst hatten um ihre Männer, um ihre Familien, um ihre Kinder, ja, werden die überleben und so, die waren so freudig, dass sie dieses bekannte Lied, damals in Israel bekannte Lied, gesungen haben. Saul, das war der König, hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Ja, der Schwerpunkt liegt nicht darauf, Menschen zu töten, sondern wir haben jetzt wieder Frieden. Wir sind jetzt frei, ja, die Bedrohung ist weg. Das, was uns töten wollte, ist überwunden worden. Und jetzt geschah etwas. Hier bekam David mehr Ehre als der König, der damals regiert hat, als der Saul. Ja, also Saul hat 1000 erschlagen, David hat 10.000. erschlagen, heißt es hier. Und da wandte sich das Herz von Saul gegen David. Er ergrimmte, er wurde eifersüchtig. Da steht dann in Vers 8, ihm wird noch das Königtum zufallen. Er wird noch König werden. Und ab dem Tag hatte David immer und immer wieder Ärger mit Saul. Und das setzt sich dann über viele Kapitel fort. Und dann heißt es in Vers 15 schon, als Saul sah, dass David alles so gut gelang, weil Gott mit ihm war, da graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und ganz Juda hatte David lieb. Und wir sehen auch diese Parallele, als der Herr Jesus kam, ja, und der Herr Jesus, er verkündigte den Armen frohe Botschaft und er verkündigte den Gefangenen die Freiheit und er verkündigte die Bekehrung zu dem Herrn und das ewige Leben. Da wurden die damaligen Herrschenden sehr, sehr aggressiv gegen ihn. Er wurde
ständig durch die Hohepriester und durch die Schriftgelehrten herausgefordert. Und sie begann, ihr Herz wandte sich gegen Jesus, weil das ganze Volk ihn liebte und erkannte, er ist der Retter. Und sie beschlossen, ihn zu kreuzigen. David hat ab diesem Zeitpunkt Verfolgung. David bekommt dann Aufgaben, zum Beispiel soll er eine Schlacht führen, die er normalerweise nur verlieren kann, wo er nur sterben konnte. Aber Gott ist mit ihm und er gewinnt diese Schlacht und sogar die Tochter von Saul verliebt sich noch in David und er bekommt diese Michal zur Frau. Auch Jonathan, der Sohn von Saul, er sieht, dass David ganz ehrlich ist und ganz aufrichtig ist und nur Gutes möchte für Israel, für Gott und auch für seinen Vater. Und er wird der beste Freund von David. Und als wieder so eine Situation ist, wo Saul den David bekriegen möchte, da spricht Jonathan, der Sohn, beim Vater vor und sagt, auf Deutsch gesagt, schau, was David alles für dich getan hat, wie viel Gutes er dir getan hat, bekämpfe ihn doch nicht. Und er besänftigt den Saul und Saul kehrt noch einmal um. Aber man merkt, immer wieder sind Anfechtungen. Dann muss die Michal den David retten, dann flieht David zu Samuel. Samuel in geistlicher Art und Weise rettet auch wieder den David. Dann muss David Zuflucht nehmen bei Priestern zu Nob. Dort bekommt er übrigens auch die Schaubrote der Stiftshütte und das Schwert Goliaths. Aber die Verfolgung geht immer weiter. Und so muss er am Ende fliehen, sogar zu seinen Feinden. Er muss am Ende sogar fliehen zu den Feinden Israels und er kennt sich ja genau aus. Und er sucht einen König aus, wo er denkt, dort könnte ich vielleicht Unterschlupf finden. Es war Frieden vereinbart. Und David machte sich auf und floh an dem Tag vor Saul und kam zu Achish, vor den König von Gat. Aber die Großen des Achish, oder Abimelech an anderer Stelle, diese Großen sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen? Saul schlug 1000, David aber 10.000. Hier seht ihr, der Name Davids war überall hingekommen schon, ja. Und diese Lieder, die ihm zur Ehre gesungen wurden, die kannten auch schon die Feinde. Und als jetzt der David kam, dann war jetzt plötzlich große Gefahr, dass er dort getötet wird, obwohl normalerweise war Frieden vereinbart, hätte er dort Unterschlupf finden können. Und da bleibt dem David nichts anderes übrig, als dass er sich sogar verrückt stellt. Er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und es wird hier beschrieben, wie er gegen die Pforte des Tores läuft und ja, und jetzt macht Gott etwas. Gott berührt das Herz dieses Königs und der König sagt zu seinen Großen, ihr seht ja, dass dieser Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Hab ich zu wenige Wahnsinnige um mich herum, dass ihr diesen hergebracht habt. Ja, also, müsst ihr euch vorstellen, ja, er hat seine Berater um sich rum und die wollen gerade, dass David hingerichtet wird, ja, und der König sagt zu ihnen, habe ich denn nicht schon genug Wahnsinnige um mich rum, dass ich den noch hinrichten soll, ja. Also ihr seht, Gott hat wieder total eingegriffen an dieser Stelle und David kann weggehen und danach, praktisch dem sicheren Tod entronnen, nur Gott konnte das machen, ja. Danach singt er dieses Lied, danach schreibt er diesen Psalm und er sagt, preist mit mir den Herrn, lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, er rettete mich aus aller meiner Furcht. Was für Furcht muss er gehabt haben, ja. Die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Unser Angesicht soll strahlen vor Freude und nicht schamrot werden. Und dieses Strahlen des Angesichts, ja,
dieses auch freudig in den Alltag gehen, weil wir wissen, Gott beschützt uns, Gott hilft uns, Gott wird eingreifen, wenn wir zu ihm rufen. Gott wird uns herausführen, selbst aus so gefährlichen Situationen. Er wird uns Weisheit geben in allem, wenn wir ihm treu sind, uns an ihn halten. Das stärkt unseren Glauben. Das Strahlen vor Freude, das bezieht sich auch auf Mose, als er vom Berg der Verklärung kam, die Gesetzestafeln empfangen hatte und sein Angesicht strahlte, ja, sodass er dann sogar eine Decke, ein Tuch davor getan hat, denn er war dort Gott begegnet und diese Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes hatte ihn erfasst. Auch der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung, er hatte plötzlich so eine Herrlichkeitsausstrahlung und die Jünger, die waren so erfasst von dem Herrn, ja, dass sie am liebsten dort bleiben wollten. Die wollten gar nicht mehr herunter von diesem Berg. Und im 2. Korintherbrief, da heißt es dann, nun aber schauen wir alle Gläubigen, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verändert, verklärt, verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Also lasst uns schauen auf den Herrn. Egal was ist an schwierigen Situationen in unserem Leben. Er hört, er hilft. Er schenkt uns innere Freude und innere Kraft, dass wir strahlen können. Vor Freude ist sogar die Verheißung. Egal welche schwierige Situation ist, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Und ich möchte schließen mit den letzten Versen dieses wunderbaren Psalms, wie es hier geschrieben steht. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm seine Gebeine, dass sie nicht zerbrochen werden. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Und alle, die auf ihn vertrauen, werden frei von Schuld. Denn er hat bezahlt für dich und für mich mit seinem Leben am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir ihn um Vergebung bitten, erhalten wir Vergebung. Und wenn wir unser Leben in seine Hände geben, dann führt er uns sicher ans Ziel, bis in seine Herrlichkeit. Darum lasst uns loben den Herrn immer da. Unser Herz möge sich freuen in dem Herrn. Amen. 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 Lasst uns aufstehen zum Gebet, wer es gesundheitlich kann. Und dem Herrn danken und auch wenn ihr andere Anliegen habt, bringt sie gern vor den Herrn. Lieber Herr, und wir danken dir auch ganz herzlich, dass du das Rufen auch unserer Geschwister hörst, die erkrankt sind. Lieber Herr, segne sie bitte ganz, ganz reich und stärke sie und lass sie gesund werden zu deiner Ehre. Und vielen Dank, dass auch der Heinrich wieder unter uns sein kann, dass es auch Thomas und Larissa wieder gut geht, dass auch der Andreas wieder genesen konnte. Wir preisen dich und geben dir von ganzem Herzen die Ehre. Und so viele Situationen in unserem Leben, wo du uns geholfen hast. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir bitten dich, fülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass dein Lob wirklich alle Zeit in unserem Munde ist, zu deiner Ehre. Und dich erfreut in deiner Herrlichkeit. Wir beten dich an, lieber Herr. Du gehst mit uns in die Zukunft. Wir schauen auf dich. Und wenn wir auf dich schauen, lieber Herr, verwandelst du uns und stärkst unseren Glauben. Danke, lieber Herr, dass du das wirkst zu deiner Ehre. Danke, lieber Herr, für jede Stärkung, für jede Hilfe. Danke, lieber Herr, dass du uns vorangehst und Herr, erbarme dich über unser Land und schenke, Herr, dass es die Wahlen noch einmal den besten Ausgang haben, der möglich ist. Wir danken dir, lieber Herr, für Geschwister, mit denen wir verbunden sind in der ganzen Welt. Und so viele haben schon harte Verfolgung. Und wir bitten dich, dass du sie segnest, dass du sie stärkst,
dass du sie erfüllst mit deiner Gegenwart. Wir beten für liebe Geschwister in Afghanistan, die jetzt so schmählich verlassen wurden und der weltliche Schutz einfach weggenommen wurde. Herr, aber dein Schutz, der weicht nicht. Du nimmst sie, Herr, und bewahrst und behütest sie oder nimmst sie an deiner Hand in deine Herrlichkeit. Aber du verlässt sie niemals, lieber Herr. Segne alle unsere Geschwister in Afghanistan bis in die entferntesten Winkel und auch in allen anderen Ländern der Welt. Sei ihnen ganz nah und lass auch sie von Herzen mit Freude auf dich vertrauen und dir singen. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, so bitten wir dich um deinen Segen für uns, die wir versammelt sind, für unsere Lieben, wo immer sie jetzt sind, ob zu Hause oder im Urlaub oder an anderen Stellen, Herr, segne sie alle ganz, ganz reich, auch im Krankenhaus, Herr, berühre alle und heile sie, lieber Herr. Wir beten, dass du dich verherrlichst, Vater, bei all den Geschwistern weltweit, besonders auch in der Verfolgung. Wir beten, Vater, dass du deinen Segen schenkst für die gesamte Woche und dass du völlig in unserer Mitte bist. Und Yahweh, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmel, er segne und behüte dich. Yahweh, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Yahweh, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 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 Habt eine wunderschöne Woche, ja?